Was habe ich denn noch da? Das könnte mal so kurzweilig noch zwischen. Das könnte noch. Ja, ich habe noch so zwei, drei Sachen, die ich heute zeigen würde. Ich mache mal ein bisschen Platz hier. Nee, das will ich mal weiterspielen. Ah, wo war es gerade? Da. Gucken wir doch mal. Tja, dann nehmen wir das mal raus, dann wird das noch auch noch irgendein Early Access irgendwas Dings Spiel sein. Teleport. Funktioniert nicht im Vollbild anscheinend. Ah, Moment, aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich das in dem Fall. Zumindest für euch machen kann. Okay, Hammer kills the enemy in front of you without moving. Upgrades when it kills six enemies. Acid strip enemy of their armor. Okay. Jetzt habe ich mehrere Gegner besiegt, anscheinend. Klicke. Okay, da kann ich denn hin. Blades. Okay, anscheinend ist hier. Achso, okay, so kann ich das. Ah, okay, jetzt erscheinen hier überall Gegner. Tipp 3 of 6, you can right-click on enemies to find out what they do. Okay. Okay, damit kann ich dann Sachen vertreiben. Okay, dann. Prepares when you kill an enemy. Klingt doch gut. Und so bringe ich irgendwie diese Felder voran. Always move into them to put them back. Okay. Mache ich mal ein Hammerfeld draus. Was habe ich denn rausgeschoben und da habe ich die Klingen stärker gemacht. Wave Trigger Restart. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Es ist sehr eigensinnig. Da ist es. Okay, dabei ist er abgehauen.
Es ist so ein quasi Knobelspiel im weitesten Sinne. Dann. Ja, erhöhen wir mal unsere Reichweite. Ah, und das wurde auch erhöht, okay. Wenn wir uns teleportieren, werden wir geheilt. Oh, das waren Schütze. Schon wieder nur 12 geschafft. Einmal versuche ich das noch. Wirkt nämlich sehr interessant. Jetzt nicht übertrieben gut, aber. Okay, das ist schräg, dass wir das jetzt überall so haben. Okay, damit kann ich auch Gegner mit Rüstung erledigen. Ich verstehe noch nicht ganz, wann Gegner fliehen und wann sie mich versuchen anzugreifen oder ob das bestimmte Gegner sind. Klingen hatte ich da gerade. Okay. Nee, das hat mich jetzt gerade irgendwie gereizt, weil langsam beginne ich es zu verstehen. Und dadurch wird es interessant. Ja, einen, der auch an meiner Seite steht. Okay, das brachte gerade gar nichts. Säure. Ne, da hätte ich. Hab grad den Tropfen mit dem Pfeil verwechselt. Okay, das hat immerhin ein bisschen was gebracht. Oh, irgendwie, man können solche Spiele total süchtig machen und ich weiß nie, woran ich bin. Harter Knockback. Eine Reichweite hinzu. Okay, das könnte tatsächlich sehr praktisch werden.
Okay, da kann ich teleporten. Mist. Die können dann beide gleichzeitig angreifen. Okay. Gut zu wissen. Ah, ich trottel. Ja. Ja, heil mich, wenn ich das mache. Okay, jeder, der mich angreift, wird zurückgeschlagen. Okay, bringt nichts. Tatsächlich jetzt letzter Versuch und dann habe ich noch ein größeres Spiel. Und mal schauen, wie ich mich in dem schlage, weil ich in der Reihe bisher ziemlich, ziemlich mies war. Aber vielleicht ist die aufgrund des Ursprungs rundenbasiert und dann könnte es gehen. Du wirst Heilung. Okay, dann ist das schon wieder direkt Heilung. Du, ja, Teleport von da schadet definitiv nicht. Okay, so funktioniert das nicht. Gut, aber ich denke, ich habe verstanden, worum es geht. Und das ist tatsächlich schön für zwischendurch. Etwas, wo man garantiert eine ganze Weile knobeln kann. Und ich finde auch das Design eigentlich sehr nett. Es ist auf eine schöne Weise minimalistisch, ohne billig auszusehen.